Frau Kammersängerin, herzlich willkommen bei uns bei der Capo. Herzlichen Dank für die Einladung. Die Stadt, in der Sie geboren wurden, heißt wirklich Corpus Christi? So heißt es. Wo liegt das? Und das liegt in Texas, südlich, direkt am Wasser, idyllisch, wunderschön. Und unser Stadtväter halten es immer ein bisschen geheim, damit die Stadt nicht zu groß wird und es nicht überlaufen wird. Ja, und gewesen sind Sie dort auch im Sacré-Cœur? Richtig. Klosterschule? Bei Nonnen bin ich gewesen. Da habe ich eine fantastische Ausbildung erfahren. Und sehr bald im Kirchenchor gesungen? Richtig, schon mit 10. Und ich habe gehört, als Dreijährige hat man schon so Hausschallplatten. Zwei Jahre. Also ähnliches. Hat man schon Schallplatten mit Ihnen gemacht? Ja, hat man das so früh klein geahnt, dass Sie die Helen Donath werden würden? Das gewiss nicht. Meine Mutter hat mich eigentlich nach der Sängerin, dieser Popsängerin oder so, Jeanette McDonald. Mein Mittelname ist Jeanette. Ja. Helen Jeanette Irwin. Das war mein Maiden Name. Und dann haben Sie mit Ihrer Mutter, so habe ich gelesen, einen Film gesehen, nämlich den Caruso-Film mal. Wie war denn die Geschichte? Mario Lanza hat gesungen, The Great Caruso. Ja. Und dann habe ich diesen Film gesehen und da habe ich gesagt, das möchtest du auch machen, denn davor hatte ich nur Annie Get Your Gun, Oklahoma oder sowas gesehen und das hatte ich auch alles gesungen als Kind. Und dann haben Sie das College besucht? Das College besucht, genau. Und dann ging es nach New York und sehr früh schon Konzerte gesungen? Ja, ganz früh. Also dort trat ich auf in kleinen Veranstaltungen. Ja. Und da, aber bevor ich dahin gewesen bin, hatte ich nämlich diese ganzen Tenorarien kennengelernt oder auswendig gelernt, phonetisch. Und da war mal George London bei uns zu Besuch in Corpus Christi. Er hat einen Abend gesungen und da habe ich ihm so ganz unverblümt mit 14 Jahren am Schulter geklopft oder eben an seine Jacke gezupft und gesagt, darf ich bitte für Sie singen? Und dann sagte er, was möchten Sie singen? Und dann hatte ich gesagt, ja, aus Pagliaccio, nicht? Also Pagliacci, nicht? Dann Vesti la Giubba. Sie. Mit allem mit, also tu sei Pagliaccio. Also Vesti la Giubba. Und dann hat er gesagt, ja, und der saß schon da so, ich weiß das heute noch, wie er saß. Und dann sagte er, oh ja, und was sind Sie für eine Stimmgattung? Und da habe ich gesehen, im Programm stand George London Baritone. Da habe ich gesagt, ich bin ein Lady Baritone. Also, das sind Sie Gott sei Dank nicht geworden, sondern sind Sie Donath geworden. Ja, genau. Und mit ihm sang ich später, Entschuldigung, als ich nach Deutschland kam. Ja. In Köln war er Wotan und ich war die zweite Rheintochter. Das greifen Sie schon weg, das wollte ich Sie gerade fragen. Oh Gott. Sie sind zu schnell dabei. Nein. Aber George London hat Ihnen auch empfohlen, zu welcher Lehrerin Sie gehen sollten. Richtig, in Köln. Diese Dame kam nach Köln. Sie ist auch die Lehrerin von Nicolai Guetta gewesen, von vielen, vielen, vielen. Und sie hieß? Paola Novikova. Wir haben sie gerade gesehen als Insert. Und dann war New York und dann ging der Sprung nach Europa. Richtig. Da war zuerst Opernstudio Köln. Richtig, ist das richtig? Köln Opernstudio. Und da sang ich eben diese bewusste Rheintochter. Da war der Wieland Wagner, der Inszenierer. Da war der Wolfgang Sawallisch, der Dirigent. Also nachher habe ich viel gemacht mit Professor Oskar Fritz Schuh. Und als Intendant. Und die Rheintochter, ist die geschwommen oder was hat die getan? Also da waren wir ja quasi, Entschuldigung, nackert aufgezeichnet. Wir hatten so Trikots mit unseren privaten Teilen aufgemalt. Ja. Ich weiß noch, wie der Karidis mal gesagt hat, um Gottes Willen, die Erwin hat vergessen, dann ihr Bademantel anzuziehen, denn er dachte, ich laufe nackt in den Damensolo entlang. Aber nein, und das war mein Trikot. Dann ging es weiter nach Hannover, richtig? Richtig, nach Hannover. Und da lernte ich diesen bewussten Donath kennen. Da hören Sie den Donath. Seitdem hießen Sie nicht mehr Irwin, sondern hin Donath. Ja, nach der Heirat. Nach der Heirat, natürlich. Und heißen immer noch so. Ich heiße immer noch so. Wie lange so ist das her? Jetzt, vergangene Woche, 28 Jahre. Mein Gott. Ne? Ja, unser Sohn ist schon 25. 25. Wo ist der jetzt gerade, der Sohn? Der Sohn ist jetzt in Berlin. Und in Berlin. Auch vom Fach, nein, das wollen wir nicht reden. Ja. Doch, also von Alexander kann ich stundenlang reden. Nicht? Nein, das wollen wir aber das nicht. Das heißt, da Capo Alexander Donath. Dann ging es über Frankfurt nach München. Eigentlich gleich von Hannover nach München. Nach München. In Frankfurt war ich ja immer nur so als Gast. Da hatte ich so einen längeren Vertrag, aber ich war viel da. Und von München ging es los über Wien, Zürich. In der ganzen Welt, Mailand. Die ganze Welt. Und erst im 91, ich sage gerne, wie alt ich bin, denn da habe ich überhaupt nichts dabei. Ich bin eher stolz drauf, dass ich immer noch singe. Ja. Und zwar 91, wo ich noch nicht 51 war, sondern noch 50, habe ich mein Debüt gemacht an der Met.
Wunderbar. Und das war meine eigene Schuld, denn eigentlich als Alexander unterwegs war, sollte ich seinerzeit schon mein Met-Debüt machen. Aber der Herrgott hat es anders gewollt. Wunderbar. Und ich bereue keinen Tag. Wir machen keine Reklamesendung für das, was Sie gebrauchen, dass Sie so jung aussehen. Nein, das ist das Herz. Gottes Willen. Die Musik und die Fröhlichkeit. Die Musik. Abgeschlossen Studium oder studieren Sie eigentlich immer noch? Bis heute. Und die Dame, bei der ich zur Kontrolle gehe, wohnt eigentlich just hier in München. Und sie heißt Hanna Scholl. Ich hoffe, dass die Arme jetzt nicht die Türen eingelaufen werden, denn sie ist eine hervorragende Pädagogin. Und was lehrt sie besonders? Was ist das Gute daran? Das Gute daran ist, sie mich lehrt eigentlich, welche Register man ziehen muss. Man weiß eigentlich genau den Punkt, den man braucht, um stets perfekt vorbereitet zu sein. Und auch wenn man sich nicht so wohl fühlt, wie man drumherum geht, um dennoch eine gekonnte Aufführung. Sie wissen, Frau Donat, uns hören sehr viele junge Sänger zu. Ja. Ich bekomme immer wieder Briefe und die hören zu. Darum ist ein kleiner pädagogischer Touch bei unserer Sendung ganz gut. Aber wir wollen nicht reden nur, sondern wir wollen Sie hören. Aus Ihrer Kirchenmusikzeit eine Aufzeichnung Laudamus Te aus dem Gloria der Cäcilienmesse von Haydn. Amorbach war der Aufzeichnungsort und die Philharmonika Hungarica spielt unter Theodor Egel. Oh, ich habe ihn so gern. Schade, meine Damen und Herren, dass Sie nicht sehen können, wie die Sängerinnen und Sänger reagieren, während die sich selbst zuhören. Das ist immer so schön. Wie sie mitsingen, mittaktieren und miterleben, was sie damals gesungen haben. Gewiss. Frau Donat, wie lernen Sie die Rollen? Partitur, Klavierauszug, hören Sie Kollegen zu? Sie arbeiten mit Ihrem Mann, wie ich weiß. Richtig, wie arbeiten Sie? Richtig. Das allererste ist, den Text nachzugehen. Erstmal wissen, was hat man zu sagen?
Wie möchte man das eigentlich ausdrücken? Eine Palette von Möglichkeiten vorbereiten, wenn es eine Oper ist, um mit dem Regisseur, dem jeweiligen, aufnahmefähig zu sein für den verschiedenen Ideen. Und wenn Sie eine neue Rolle studieren, dann studieren Sie auch das Umfeld, das literarische Umfeld? Das ganze literarische Umfeld, wenn es ein Werk ist, was eben meinetwegen... Ich singe nicht Desdemona, aber wenn es Othello wäre, eben das Werk erstmal lesen. Und dann überhaupt lernen, lesen, was die anderen Kollegen mitsingen, damit man im Grunde genommen total informiert ist, was drumherum geschieht. Und man nicht muss nur Ihre Rolle. Nicht nur meine Partie, sondern ich muss ja wissen, was... Das ist genau wie zum Beispiel, wenn ich Evchen singe. Viele sagen zu mir, mein Gott, du singst drei Töne, dann bist du eine Stunde in der Garderobe. Ist das dir nicht langweilig? Ich sage, um Gottes Willen. Ich sage, da gehe ich in der Garderobe und ich verlasse nie Nürnberg. Ich habe immer entweder habe ich den Lautsprecher an, beziehungsweise sitze ich auf der Seite, ich an der Seite auf der Bühne, denn ich muss ein Teil des Ganzen sein. Und wenn ich mich da ausklinke, wie soll ich mich da wieder einfügen? Aber wenn ich die Meistersinger woanders inszeniere und nicht in Nürnberg ansiedle, sind Sie auch dabei. Ja? Ich brauche nicht Nürnberg zu sein. Aber selbstverständlich. Dann heißt das nur die Meistersinger. Als Sie in New York waren am Anfang, da gab es mal stimmliche Rückschläge. So haben Sie selbst bekannt. Was war das? War das falsche Schule? Was war das? Ja, ich habe nämlich, wie gesagt, meine Ausbildung begonnen in Texas und da habe ich 7 Jahre studiert. Dann ging ich nach New York, um mit den Lehrern, das ist das Schizophrene, mit den Lehrern meines ersten Lehrers, Carl Duckwall, der hervorragend war und mir die ganze Basis eigentlich gegeben hat. Dann ging ich zu seinem Lehrer und sein Lehrer hat total mich ruiniert. Binnen 9 Monate hatte ich überhaupt gar keine Stimme mehr. Ja. Und das war für mich immer irgendwie... Wodurch hat er Sie ruiniert? Was war das Falsche? Das Falsche war, dass er mich Partien hat singen lassen. Schauen Sie, ich war erst 20 Jahre alt, 21. Da ließ er mich Rollen wie die Butterfly singen. Jawohl. Das war einfach für eine so junge Stimme doch noch zu früh. Frau Donald, verzeihen Sie, wenn ich das zum Anlass nehme. Sie haben den Weg genommen, Köln, Hannover, Frankfurt und so weiter. Ja. Zum Anlass nehmen ein ernstes Thema, was uns gerade in diesen Tagen sehr bewegt. Ja. Durch die Schließung des Stiller-Theaters passiert etwas, was hoffentlich kein Flächenbrand wird in Deutschland. Gewiss. Nämlich, dass dann auf einmal Kämmerer in kleineren Städten sagen, auch wenn Berlin schon schließt, dann schließen wir auch. Ja. Wissen Sie, es ist schlimm, dass in Berlin das Schillertheater ist grauenhaft und schlimm. Gefahr. Aber in Berlin bleibt noch viel, wenn Schillertheater, aber wenn in Gelsenkirchen zum Beispiel das Theater geschlossen dann wird, dann ist nichts mehr. Dann ist aus. Dann ist das darf nicht die sein. Kulturlandschaft nicht mehr da und dagegen wehre ich mich. Und Herr Everding, gerade jetzt zum Beispiel in all diese großen Konzerten, die ich im Moment singe, in all die, vor allen Dingen bei den Liederabende, was uns besonders wundert. Und auch in den Opernhäusern, die Aufführungen sind ausverkauft, die sind überfüllt. Man merkt, dass die Menschen darauf drängen, ihre Seelen mit Kunst und mit Musik zu füllen und mit Theater. Denn das ist so notwendig, dass das Gleichgewicht gehalten wird. Ich sage immer, wir sind wie die Ärzte der Seele. Ja. Wissen Sie? Und wenn man das verliert, dann fällt das ganze Gleichgewicht in dieses Land total auseinander. Denke ich und fühle ich wirklich ganz stark darüber. Das ist sehr stark. Ich habe bei meinem Protest in Berlin gesagt, wo Kultur abbröckelt, hat Gewalt Platz. Da haben Sie total recht. Und Gewalt wird immer finanziert. Ja, aber wir wollen, dass Kultur finanziert wird. Dafür kämpfen wir und dafür sind Sie auch heute ein Beispiel. Absolut. Und das muss unbedingt sein. Und es darf nicht stillschweigend, weil eben die Kultur nicht gewalttätig ist, lässt sie sich stillschweigend erwürgen. Nein, das garantiere ich Ihnen. Das tun wir nicht. Und ich bin dabei. Zurück zu einem Thema, zu unserem Thema. Ja. Sind Sie mehr für Stagione oder mehr für Repertoire? Ich bin eigentlich für Repertoire in allen mittleren, in kleineren Theatern, um eben die jungen Menschen eine Chance, eine Möglichkeit zu geben, ein Repertoire zu erarbeiten, um zu wissen, was es heißt, im Ensemble zu wirken. Und ich bin dafür, wenn es geht, wenn ein Haus sich das erlauben kann, ein gewisses, wie es jetzt zum Beispiel auch in Wien existiert worden ist, dass man sagen kann, hier ist unser Stamm und hier sind unser Sänger. Und dann holen wir uns um eben ein bisschen die Menschen hier in Wien, die Sänger kennenlernen zu lassen, eben aus Mailand, aus New York und so weiter, aus der ganzen Welt, dann hat man eben eine gewisse Station. Das ist angenehm für uns gastierenden, in Anführungsstrichen, Stars oder Sänger. Aber es ist ein dummes Wort. Sie haben bewiesen, was Sie gesagt haben. Sie wollen interpretieren, Sie wollen nicht Töne singen, Sie wollen nicht Noten singen, Sie wollen interpretieren. Warum haben Sie das Evchen
so bewusst kindlich immer gesungen. Ich habe das nachgehört, das war immer ganz anders als Ihre Kollegin. Es war sehr naiv kindlich. Das wollte Herr von Karajan. Ich habe ihm damals gesagt, es gab, ich darf das jetzt erzählen, wo er nicht mehr lebt. Zu dieser Zeit hat er gleichzeitig, also praktisch parallel, Matthäus Passion und eben Meistersinger aufgenommen. Ja. Und ich habe ihm wirklich inbrünstig gebeten. Ich sage, bitte nehmen Sie mich doch für die Matthäus Passion und lassen Sie doch eine Kollegin, die für meinen Begriff der Inbegriff eines Evchens war. Ja. Dafür er sagt, nein, ich möchte eben keine erwachsene Stimme, sie soll Evchen sein. Ja. Und er wollte gerne eine sehr junge Stimme. Und ich habe gesagt, aber wissen Sie, Herr von Karajan, ich kann das ja nicht erfüllen auf der Bühne. Er sagt, was können wir mit mir, können Sie das? Ja. So, ein herrlicher. Ich habe diesen Mann wirklich sehr verehrt und habe ein sehr inniges Verhältnis zu ihm gehabt. Ja. Und wirklich, wir haben uns prächtig verstanden. Und er hat auch meinen Mann und auch Alexander sehr, sehr gern gemocht. Und das ist so, dass er wollte es naiv, jung und frisch haben und nicht eben schon ein etwas betagtere Eva. Ist, ja oft. Ist okay, aber ich habe 16 Jahre gebraucht, bis ich es letztendlich doch auf der Bühne gesungen habe. Und ich freue mich jetzt, dass ich sogar am 2. und 5. ihn wieder in Leipzig mit Colin Davis Und warum mache. Haben Sie Stenka nie gesungen? Die ist doch auch so naiv, kindlich. Und da denke ich, ich bin ein bisschen zu rund. Naja, jetzt, ich meine, früher, warum? Stenka haben Sie doch nie gesungen, oder? Nein, Stenka habe ich nur auf der Platte. Auf der Platte da gesungen. Das war auch hier in München. Ja. Das hier gibt's eine, darf ich kurz eine herrliche Geschichte? Ja, wenn es nicht zu lange ist, ja gerne. Nein, eine süße Geschichte. Passierte hier auch in München. Da hatten wir die Aufnahmen draußen in Geiselgasteig. Und da hat der Produzent gesagt, Frau Donat, nehmen Sie bitte ein Taxi. Ja. Das geht ja nicht, also, weil wenn wir einen Wagen schicken, das steckt womöglich. Ich rufe an, 7, 8, 9, 12 Leute, endlich kriege ich ein Taxi und ich sage, bitte zum Geiselgasteig. Ja. Er sagt, ja, was macht sie denn da? Nicht? Und ich Entschuldigung, in meinem schlechten Bayerisch. Ja, natürlich gut. Was macht sie denn da? Und ich sage, ja, wir nehmen eine Oper auf. Ja, wie geht denn das? Ja. Ich sage, ja, also Chor und Orchester und Dirigent und Technik und da. Und halte ihn bei Laune und er lächelt und er freut sich und ist alles prima. Und dann biegen, wenn ich sage, hier müssen wir links abbiegen. Und er guckt mich an und sagt, wie heißt denn das? Nicht? Also wie heißt denn das? Ja. Und ich sage, das heißt Arabella von Strauss. Und er sagt, ach so, was Politisches. Ja, ich weiß, zu welcher Zeit das gewesen ist in Bayern. Jawohl. Aber jetzt hat er einen Flughafen nach sich benannt. Frau Donat, groß geworden, nein, groß geblieben sind Sie doch mit der Pamina. Das war doch eine der zentralen Rollen. Wir haben leider keine Fernsehaufzeichnung gefunden. Vor 10 Tagen wieder gesungen. Keine Fernsehaufzeichnung, aber es gibt eine Aufzeichnung, Band, die G-Moll-Arie. Wie heißt der Text, bevor Sie anfangen zu singen mit der G-Moll-Arie? Der letzte Satz vorher? Liebster einziger Tamino. Ja, aber dann kommt noch ein Satz und der ist nicht so sentimental. Der heißt sehr ernst. Das ist mehr als Kränkung, mehr als Tod. Und jetzt sagen Sie den noch einmal und nicht so sentimental, sondern ganz ernst. Nämlich, das ist mehr als Kränkung, mehr als Tod. G-Moll-Arie. Wunderbar. Aber verdammt langsam war das, nicht? Ja, war das wollte sehr das. Langsam? Ja, sehr. Hat der Suite noch gemacht, ja, genau. Dresdner Staatskapelle. Richtig. Wunderbar. Ja. Wissen Sie, was mich immer ärgert? Dass nach der G-Moll-Arie, verzeihen Sie mir, dass danach das Terzett noch kommt. Da haben Sie vollkommen recht. Weil ich meine, sie ist so bereit, danach zum Tod zu gehen und zu sterben, wenn da das Terzett, darum habe ich das Terzett immer umgelegt. Ich weiß. Ja. Ist das richtig in Ihrem Meinung? Ich finde das ganz toll. Ich finde das ganz richtig, dass Sie das gemacht haben, habe ich immer damals gesagt. Das war das Ei des Everding. Das ist eigentlich das eines Kolumbus. Wirklich, es war wunderbar. Nein, es steht dort besser, denn dann hinterher muss man kommen mit dem. Sie kann nicht sagen, jetzt gehe ich mich töten. Und dann kommt sie nachher und sie sagt, das geht ja nicht. Wie war Ihr Verhältnis zum Wort in Oper und Lied? Sie haben immer sehr distinguiert, obwohl Amerikanerin, sehr distinguiert, klar gesprochen. Herr Everding, für mich ist es absolut notwendig, dass das Publikum versteht und begreift, was ich Ihnen eigentlich vermitteln oder sagen möchte. Denn man hat ja eine Botschaft, wenn man ein gesungenes Wort singt. Die orchestrale Musik, das versucht ja, einen Gedanke zu übertragen in der Musik. Aber wir haben ja das Wort. Ja. Und ich versuche immer auch mit der Stimme, mit der Musik, den Menschen, den Zuhörer ein bisschen zu umarmen. Ja. Was ich vorhin auch erwähnt habe, unsere Berufung auch als Psychologen der Seele. Und ich denke mir, dass wenn der Mensch da sitzt und nicht ein Wort versteht, natürlich gibt es Klippen, technische Klippen, wo beim besten Willen ein Wort nicht immer ganz klar zur Diktion zu bringen ist. Manche Lieder dauern ja nur eine Minute, da muss man in einer Minute alles hereinpacken, nicht? Ja. Die gesamte Dramatik. Kürzeste
Was ich habe, ist Xenion von Richard Strauss. Nichts vom Vergänglichen, wie's auch geschah, uns zu verewigen, sind wir ja da. Das ist so kurz. Ja. Hoffentlich, ja. Schaffen wir das hoffentlich schaffen. Sie haben übrigens auch Lieder, ich habe reingehört, mit einem Klarinettisten zusammen gemacht. Ja, mit Klöckner oder Klöcker? Ja, Dieter Klöcker. Klöcker war das, richtig. Ja. Und da haben Sie mit diesem Instrument zusammen konzertiert, ist das richtig? Richtig. Die Stimme mit dem Instrument zusammen? Mit dem Instrument. Immer ein Geben und ein Nehmen, so wie ein Zwiegespräch. Mir ist aufgefallen, als ich Ihre Programme durchgeschaut habe, Sie haben eigentlich immer versucht, thematische Leitlinien. Richtig. Entweder nur ein Komponist oder und nicht dieses Durcheinander. Ja. War das eine Absicht von Ihnen? Das war eine Absicht, um eben jeden Komponisten von allen Seiten zu beleuchten. Jetzt sind wir zwischendurch, es gibt manche Städte, die wir ja sehr oft mit unseren Liedern in Anführungsstrichen erfreut haben. Ja. Und dann bittet man uns, wollen Sie nicht vielleicht uns eben ein Reigen geben? So ein, man nennt das so ähnlich eine Kreuzfahrt durch, die Romantik, durch die Romantik oder irgend sowas. Nein, nicht? Nein. Aber ich finde eigentlich es immer schöner, wenn man maximum zwei bis aller höchstens vier Komponisten nimmt und eben die fröhlichen Lieder fröhlichen die traurigen Lieder dann zeigt. Wir haben Gelegenheit, nur einen Komponisten, nämlich Hugo Wolf, werden wir jetzt hören von Ihnen, nämlich auch kleine Dinge können uns entzücken. Aus dem italienischen Liederbuch am Flügel, wer spielt denn wohl? Klaus Donat. Und wie er spielt. Pamina, Susanna, Sophie, alle die großen Rollen, Puccini, Mimi. Und Ihre Traumrolle war immer die Butterfly. Warum haben Sie die nie gesungen? Weil mich keiner eingeladen hat dazu, bis heute. Aha. Vielleicht kommt es noch. Ja, das muss ich ja noch ändern. Kurz bevor ich in die Rente gehe. Wie war Ihre Einstellung zur modernen Musik? Haben Sie moderne Musik gesungen? Viel. Ja. Zum Beispiel Blacher. Ja, und dann habe ich Doppelgängerin von Meyerowitz, ein weitgehend unbekannter Komponist. Ich habe Werner Eck, Verlobung von San Domingo. Henze. Henze habe ich Junge Lord gesungen. Schrenek. Karl der Fünfte. Fünfte. Also vieles. Und Konzertant unzählige. Vor allem War Requiem Briten. Ah, das ist ja keine moderne Musik. Nein, nein. Das ist ja schon klassisch. Ja, überhaupt klassisch. Sie haben gesagt, bei Honegger, Orff und Eck, Martin lassen sich die Noten noch singen. Ja. Später ist es etwas schwer. Ist es schwer? Und das ist so, dass ich glaube, dadurch, dass ich technisch mich weiter fortgebildet habe, würde ich diese Aussage revidieren und würde meinen, dass doch, je mehr man technisch versteht, je mehr man weiß, alles, was man singt, muss man genauso angehen, wie wenn man Mozart singt. Ja. Das ist eigentlich, denn wer Mozart singen kann, kann
alles, egal was es ist. Und ich bin hocherfreut, dass wir jetzt eben Komponisten haben, ob das der Aribert Reimann ist, ob das der Corigliano ist, der jetzt eben Ghost of Versailles in der Met in New York gemacht hat. Ja. Ich freu mich so, dass es jetzt doch Kompositionen gibt, die wieder auch hörbar sind. Troades war wunderbar. Interessant, was Sie sagen. Ich habe gerade in dieser Woche 220 Vorsingen gehabt für einen großen Wettbewerb. Ja. Und die Entscheidung am Schluss, als ich gar nicht wusste, ob ich ihn aufnehmen oder sie aufnehmen konnte, war immer am Schluss Mozart. Mozart, genau. Und zwar schieden sich dann plötzlich nicht nur die Geister, sondern auch die Begabung. Dort sah man, was ist das? Warum ist Mozart so schön, schwer, leicht? Weil sie alles abverlangt. Er verlangt eine weite Spanne. Ja. Die Susanna singt vom tiefen A bis hohe C. Ja. Also das ist auch schon, in welchem Repertoire wird das abverlangt. Ja. Man singt über die anderen, man singt unter die anderen, man singt in der Mitte. Also da Mozart verlangt alles. Schauen Sie mal in C-Moll-Messe, Laudamus T, auch oben bis unten. Also die Spannbreiten, die Geläufigkeit, die Leichtigkeit und wiederum doch die Ernsthaftigkeit, die Schwere des Inneren. Nicht? Also da ist Mozart, das Zarte an Mozart darf man auch nie vergessen. War das ein Erlebnis für Sie, als Sie im Vatikan dem Papst, haben Sie doch, was haben Sie da gesungen? Da habe ich C-Dur-Messe. C-Dur-Messe. 67 war das, nicht? Jahr bevor Alexander geboren war. Ja, ja. Immer wieder kommt sie auf ihren Sohn, mein Gott, nochmal, den kann sie nicht auslassen. Oder auf den Mann. Ja, wir hören etwas aus dem modernen, halbmodernen, das Duett Jean-Christophe, O Herr, mir ist, als müsste ich auslöschen, aus Verlobung San Domingo, Werner Eck am Da Pult. War Alexander auch dabei, zwar im Bauch, aber er war dabei. Christophe, und zwar Jean Cox als Christophe. Yeah.
Das hat mich wirklich eben betroffen gemacht. Sie haben diese Rolle gesungen vor 26 Jahren. Ich habe Ihnen eben zugeschaut, Sie haben den Text mitgesprochen, Sie haben mitgesungen. Vergisst man diese Rollen nicht? Nein, wenn man wirklich diese Sachen wirklich auf den Grund gehen. Das sagt mein Mann auch so oft zu mir. Er sagt, Helen, wie kannst du denn das bloß immer dir so merken? Ich sage, mein Schatz, weil ich es wirklich ernsthaft und mit vollem Bewusstsein diese Partien studiere. Ja, ich studiere meine Regien auch, aber ich muss die vergessen, sonst hat gar keinen Platz mehr für etwas Neues. Für das Nächste. Ja, ja. Das hat mich wirklich betroffen gemacht, als Sie jedes Wort mitsprachen und mitsangen. Und haben Sie es kürzlich nicht mehr gesungen, diese Partie? Um Gottes Willen, seit dieser Aufzeichnung nicht mehr. Also seitdem Alexander entstanden ist. Genau so. Es geht alles wieder zurück auf ihn. Ihr Verhältnis zum Dirigenten, nicht Ihr Verhältnis. Ja, oh Gott. Nein, aber wenn ich das so sehe, Sie haben gearbeitet mit Sawadisch, mit Scherchen, mit Babirolli, mit Böhm, mit Anoncourt, mit Bernstein, mit Scholti. Mit wem haben Sie nicht gern gearbeitet? Das gibt's nicht. Naja. Nein, wirklich nicht. Ah. Es gibt einen einzigen Dirigenten, mit dem ich vorzugsweise nicht arbeite, denn der hat mir ein Versprechen, die er mir bei der Probe gemacht hat, bei der Abendaufführung, nicht wahrgetan, aber er weiß es nicht. Nicht? Und ich bringe niemand gern in Verlegenheit. Nein. Lebt er noch? Er lebt noch. Gut, dann lassen und deswegen, wir es, wenn er tot ist, werde ich es lauthals erzählen. Ja, dann machen wir keine Sendung. Wir machen eine besondere Sendung wegen ihm. Aber was ist diese verschiedenen Dirigenten? Wie hängt ein Sänger davon ab? Also, das ist so. Wiederum, da steht alles in der Vorbereitung. Da steckt alles in dem, was man tut, bevor man zum Dirigenten kommt. Und da ich das sagenhafte, unglaubliche und großes Glück habe, mit einem Dirigenten verheiratet zu sein, der Klaus hat zum Beispiel, wenn ich mich vorbereitet habe, um mit Böhm zu arbeiten. Er wusste, Böhm hat gerne, wenn die Sänger genau das Gleiche machen, was die Musik macht. Ja. Wenn ein Crescendo ist mit der Musik und so. Er wusste, dass Karajan mehr große Linien hatte. Er wusste, dass Sawallisch das sagt doch alles. Ne? Ja. Das wollte, ne? Also Sawallisch ist immer Kraft. Ne? So. Und so. Und denn, das waren die Vorbereitungen, die ich mit Klaus getroffen habe. Und wenn ich zu einem Dirigenten ging, ich weiß noch, in Salzburg zum Beispiel, als ich Idomeneo mit Böhm gesungen habe, nach der Probe, der Böhm sagte, na, sehr schön, nicht? Und ging an mich vorbei und sagte, Herr Kollege, ich bedanke mich bei Ihnen, denn das kann kein Sänger allein, was diese Wunderbar. Frau macht. Wissen Sie, was war Fidelio, drunter, Untertitel von Fidelio? Das hohe Lied der Gattenliebe. Ja. Wie haben Sie mit Regisseuren gearbeitet? Sie haben mit Rennert gearbeitet. Mit Ihnen. Mit Sellner. Ja. Und Sie haben gesagt, bei Gastieren ist das besonders schwer, die Regie zu erfüllen. Man kommt so rein. Richtig. Wie ist das? Man hat wie viele Proben? Erfüllt man denn überhaupt man, das? Man erfüllt gar nichts, finde ich. Man kann eigentlich nur von dem Fundus, was man angesammelt hat, mit Können vorher weiter versuchen, weiter zu vermitteln. Haben Regisseure von Ihnen etwas verlangt, was Sie nie machen würden? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber deswegen sage ich so oft heute, ich bin sehr glücklich, dass ich nicht mehr am Anfang, sondern gut mittenmang stehe. Denn wenn ich sehe manchmal, was von manchen verlangt wird, dass eine Pamina praktisch topless geht oder so, also nicht also gemalt topless, obwohl ich sagen muss, eben meine Rheintochter war auch topless, aber trotzdem anders. Frau Dornert, ernsthaft gefragt, der Regisseur erbittet von Ihnen vor der, wenn sie Pamina auftritt, mit dem Dolch. Ja. Und sie hat sich das Kleid zerrissen, weil sie wahnsinnig wird vor dieser Forderung der Mutter. Und die hat sich das zerrissen, aber nicht um topless zu sein, weil das ein Ausdruck ist. Würden Sie das auch nicht machen? Zerreißen würde ich es. Aber ich würde meine Blöße nicht zeigen. Denn ich glaube, das würde sogar Pamina nicht. Woher wissen Sie, dass Pamina das nicht tut? Sind Sie so sehr Pamina? Das bin ich. Das bin ich. Das ist meine Pamina. Mhm. Frau Meier, Frau Müller, Frau so und so, die ist eine andere Pamina. Und das finde ich immer sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit mit Regisseur, Dirigenten und Sänger zu einem Konsensus. Das ist eben die Harmonie. Ja, aber es gibt nicht immer Harmonie. Frau Dornert, ich bin jetzt Ihr Regisseur im Moment und sage, die ist so wahnsinnig, die kann nicht mehr denken, die ist auch furios, die zerreißt sich alles, nicht um nackt zu sein. Einfach, nein, sie will nicht nackt zu sein. Tun Sie es? Ich zerreiße mich, aber zeige nicht. Zeigen Sie nicht. Trotzdem nicht. Ich zeige nicht meine Ware. Nein, ich bin gespannt auf unsere nächste Pamina, aber ich werde es auch nicht verlangen, weil das ist unsinnig. Ich finde, dass das nicht recht hens wäre. Sie ist keusch,
sie ist anständig und deswegen. Aber sie ist klug. Doch, sie erfährt. Am Anfang ist sie nicht so klug. Sie erlebt ja eine Metamorphose während des Stückes. Und das ist auch wichtig. Weil sie etwas tun soll, was ihre Mutter verlangt, und sie wird wahnsinnig, dass der Mann und so weiter. Das kennen Sie alles. Alles. Ja. Und ich kann das sehr nachvollziehen. Ja. Und eigentlich, wenn ich zum Beispiel rausgekommen bin mit dem Dolch, immer musste ich aufpassen, dass ich nicht schiele. Weil ich eben auch wirklich so ich habe mich manchmal so verloren, dass der Klaus mir immer sagte, Helen, pass auf, dass die Stimme dir nicht überschlägt. Weil ich so mich hineingerannt habe, verbissen habe in dem Ausdruck dieses Stücks. Ja. Um das auch wiederum an dem Publikum zu vermitteln. Denn sie müssen mit uns weinen, sie müssen fühlen, sie müssen lachen. Sie müssen an all dem Anteil nehmen, was wir ihnen bieten. Das Hors d'oeuvre ist so wie der Nachtisch. Ja. Nee? Wir haben noch gar kein Oratorium gehört heute Abend. Oratorium Belsazar, gibt es einen Ausschnitt? Belsazar, Schluss der Arie, wie heißt die? Nitokris. Nitokris. Dirigent eine Gerd Albrecht, Arbeit. Eine Inszenierung von Harry Kupfer. Unser Sohns Lehrer. Mein Gott, sie bringt jede Gelegenheit an ihren Sohn. Und so. Jetzt sehen wir aber Schluss der Arie, der Nitokris. Belsazar. Händel. Eine herrliche Arbeit. War die junge Donat in ihrer ersten Mutterrolle, nicht? Richtig. Ist die nicht die Mutter von Belsazar? Richtig, die Nitokris ist die Mama. Mama, und Harry Kupfer hat es inszeniert. Richtig, das war eine vielleicht meiner erfüllendsten Arbeiten, die ich je gemacht habe. Denn interessiert es Sie, in welchem Kleid Sie auftreten, in welchem Bühnenbild Sie agieren? Interessiert Sie das überhaupt? Doch, das interessiert mich sehr. Aber ich habe sehr früh lernen müssen. Ich wurde sehr, sehr früh zurechtgerückt von Theo Otto. Ja. Als ich Pamina gesungen habe in Salzburg und ich bat ihm lediglich, mein Kleid, was ich im zweiten Akt tragen sollte, im ersten Akt und eben mein Kleid vom ersten Akt im zweiten Akt. Und ich habe eine solche lautstarke Standpauke bekommen, dass ich gedacht habe, vielleicht bin ich eben doch nur Sängerin und kein Bühnenbildnerin. Standpauke welcher Art? Der hat mir gesagt, was ich überhaupt mir dabei dächte. Und ich habe wirklich nur gedacht, erstens fand ich, dass die beiden Kleider besser in den Bühnenbilder sich einfügten und auch für meine Arie war das zweite Kleid etwas schöner zu tragen, ich konnte besser atmen. Und er hat es mir dann so zerschnitten, das Kleid vom ersten hat es ändern lassen, dass ich am Schluss sogar nur noch ein Kleid hatte. Hat er und Sie überzeugt? Gott hab ihn selig. Nein, er hat mich nicht überzeugt. Nicht überzeugt. Wirklich nicht. Und Gott habe ihn selig und ich bin ohne Gram. Ja. Aber ich habe, also das hat mich so tief getroffen damals, als junge Frau, denn ich war 27 Jahre. Hätten Sie es in Ihren Kostümen besser gesungen? Ich hätte gewiss besser gesungen, wenn ich hätte mich wohler gefühlt. Ja. Denn wissen Sie, als Nitokris jetzt, das Kostüm passt auch zu der Rolle. Ja. Wissen Sie, also praktisch
Lumpen zu sein. Ja, ja. Das braucht, ich finde, dass der Sänger muss die richtigen Schuhe haben. Das ist das Allerwichtigste erst und dann Bekleidung. Warum ich das frage, ist ja nicht, um festzustellen, wo was falsch ist, sondern ist es überhaupt wichtig für einen Sänger, in welchem Ambiente er auftritt, wie das Bühnenbild ist, was er anhat. Für mich doch, ich meine, sonst können wir das doch konzertant machen. Sehr richtig. Wie war Ihr Verhältnis zum Publikum? Hatten Sie ein gutes Verhältnis zum Publikum? Immer, immer. Ja. Ich liebe die heiß und innig. Und wenn ich kann, versuche ich sie noch sogar im Theater, versuche ich sie noch gar in den ersten Reihen, wo noch Licht scheint, zu erspähen und zu fühlen auch, was sie machen. Und wenn ich Lieder, also wenn Klaus und ich Liederabende haben, lasse ich immer genug Licht sein, dass ich die Reaktionen mitbekommen kann. Sie möchten, so haben Sie einmal gesagt, den Hörern immer etwas, vor allem beim Lied, etwas erzählen. Immer. Sie möchte in ein Zwiegespräch eintreten. Ja, ja. Kann man das von der Bühne in den dunklen Zuschauerraum? Ist da ein Konnex? Ja, da ist, absolut. Man spürt das. Wissen Sie, es gibt so ein gewisses, man hat das herrliche deutsche Wort Odem. Es gibt so ein Odem, die vom Zuschauerraum auf die Bühne weht und dann von uns wieder aufgehoben wird und zu Ihnen zurückgetragen wird. So, wissen Sie, es ist wie ein Riesenkreis, empfinde ich. Ja. Und wenn das nicht stattfindet, aus irgendeinem Grund, egal welcher, dass da ein Statik empfindet und das wird so, statt rund und kreisig, dann muss man doppelt hart kämpfen, um dieses noch zu erreichen bis am Ende des Abends. Ich bitte sehr um Verzeihung, dass ich gerade an dieser Stelle bitte, die Regie einzuspielen, den Vetter aus Dingsda. Das hat nichts mit Publikumsgeschmack zu tun, aber jetzt den Vetter aus Dingsda, die Operette Strahlender Mond. Helen Donath als Julia zu hören, gehört etwas mit in diesem Konnex, in dem Verständnis, in der Liebe zum Publikum. Strahlender Mond. Strahlender Mond, der am Himmel sind Mond, nachts zu dir steigen. Pamina ist sich nicht zu schade, die Luise zu singen, und nicht Julia, nicht Luise, Julia zu singen. Genau. Auch das gehört zu unserem Geschäft. Absolut, ja.
Sie haben mit so vielen Kollegen gesungen. Die Lorenga, mit dem Fischer Dieskau, mit dem Kollo, mit dem Weikel, mit all denen. Mit allen. Das war immer, mit Kollegen zu singen, ist doch die Voraussetzung eines Ensemble-Gedankens, nicht? Gewiss. Gewiss. Da sehen wir gerade die Lorenga. Ja, mit ihr. Ah, da gibt es ein herrliche Foto. Und der Kollo. Ja, genau. Mit René, mit Bernd. Weikel. Ja. Und dann sind Sie auch bayerische Kammersängerin geworden. Gewiss. Hier. Jawohl. In München bin ich dazu erhoben worden. Wie war Ihr Verhältnis zur Presse? Immer gut, eigentlich. Ich habe immer mich distanziert, die Menschen privat kennenzulernen. Ja. Jetzt, je länger man lebt und je älter man wird, bei manchen Angelegenheiten lernt man sie flüchtig kennen. Sind Sie ausgebuht worden? Toi, 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 bis jetzt noch nie. Verrissen worden? Sagen wir mal bemängelt, aber verrissen nie. Der böse Kästing, der gute böse Kästing hat einmal gesagt, Ihr magisches Pianissimo als Sophie wäre unübertrefflich. Und Sie wären immer überzeugend gewesen in naiv heiteren Figuren. Ja. Bei lyrisch-dramatischer Musik, da wären Sie weniger überzeugend gewesen. Da pflichte ich ihm bei. Ist nicht wahr? Denn ich finde eigentlich, dass zu der Zeitpunkt, wo das alles geschah, war das lyrisch-dramatische noch nicht. Und das ist eben in meinem Wachstum, was jetzt geschieht. Ich habe das Gefühl, wenn ich manches jetzt wieder aufnehmen würde, würde ich das besser erfüllen. Nicht böse sein. Immer wenn ich hier ins Studio fahre ich an einer großen Fabrik vorbei, da steht Donut drauf. Das hat mit Ihnen nichts zu tun. Nein. Leider. Das ist eine Saftfabrik. Ja, und ich würde so gerne deren rote Johannisbeeren oder was auspressen. Ja, das können wir aber nicht. Wir wollen aber noch etwas Lustiges hören. Die lustigen Weiber von Windsor, Nikolai, Duett Frau Flut und Frau Reich. Mit der Trudelise Schmidt. Trudelise Schmidt. Wir haben so viel geredet, jetzt müssen wir Musik hören. Bitte Einspielung, Nikolai. Was werden wir beginnen? Ich sag es meinem Mann. Seid ihr nicht recht bei Sinnen? Ich denke nur warum, da wäre der Spaß zu Ende, bevor man lachen könnte. Nein, 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 ich denke nur warum, nein, nein, was geht nicht an, nein, nein, was geht nicht an, so wie, so fühlt meinen Klang. Wir locken ihn mit Weiberlust, der Weiber sich noch an. Und wenn drin gefangen ist, behören wir ihn an. Ja, so soll es, wir locken ihn mit Weiberlust, der Weiber sich noch an. Wenn dann gefangen, wenn dann gefangen ist, dirigiert? Raphael Kubelik. Kubelik, das bayerische Orchester im Bayerischen. Richtig, jawohl. Richtig. Das war eine herrliche Zeit auch. Der Karl Ritterbusch hat gesungen. Ich hatte 5, 6 Jahre habe ich unterrichtet. Was haben Sie denn unterrichtet? Was haben Sie die gelehrt? Ich habe erstmal mich bemüht, Ihnen Technik beizubringen. Ja. Und eben, dass das Wichtigste ist beim Singen, ist zu schenken. Ein Stück zu schenken, ein Stück von sich zu geben. Ja. Denn der Sänger, der singt nur um zu bekommen, also zurückzubekommen, hat eigentlich nicht seine Berufung erfüllt, für meine Begriffe. Sie meinen also, auch, das wäre auch Verzicht auf das schnelle Geld? Absolut. Absolut. Ja. Absolut. Und diesen Weg durch die kleinen Städte zu den mittleren Städten, zu den großen Städten zu machen, was ein kulturpolitisches Thema heute geworden ist, das ist gesund. Denn wissen Sie, Sie können ja nicht eigentlich heute einen Kopfsalat
Steckling pflanzen und morgen irgendwie einen Rosenkopfsalat ernten. Aber das möchten alle Sänger. Und wenn zu Ihnen eine Frau kommt mit einer wunderbaren Naturstimme, was machen Sie mit der? Dann sage ich, Sie müssen trotzdem langsam sich entwickeln. Und wirklich von Anfang an alles lernen und wirklich die kleinen Schritte. Damals hat mir das auch der Professor Sawallisch in Köln gesagt. Ja. Und ich habe das beflissen, habe das befolgt und ich habe es bis heute nicht bereut. Denn ich kann doch auf 30 Jahre, die ich im Übrigen am 6. März in Hannover, sogar mein 30-jähriges Jubiläum in Hannover feiern werde, am 6. März nächsten Jahr feiern. Also mit der Naturstimme hat sich's nicht. Die Natur muss durch die Kultur erst zur wahren Natur werden. Ist das gewiss, richtig? Absolut. Das könnte ich nicht schöner sagen. Nein, wirklich, Herr Eberding, weil das ist so, dass wenn man das überspringt, wenn man, schauen Sie, ein Kind kann ja auch nicht gehen, bevor es erstmal gekrabbelt hat. Und viele Sänger und viele Menschen denken überhaupt, man kann auch im Sport, man kann gewisse Klippen ja nicht überspringen. Es gibt Naturgesetze und dazu gehört, dass eigentlich erstmal muss die Stimme reifen. Und für mich ist ein Minimum, und das haben so viele gesagt, ach, sie hat keine Ahnung oder sie weiß ja nicht, wovon sie spricht. Für mich ist ein Minimum am Gesangsunterricht 7 Jahre. Es ist irgendwie wie ein magischer Zahl. Und fast jeden Kollegen, der wirklich eine lange Karriere gehabt hat, hat wirklich blickt auf einen Beginn von 7 Jahren Gesangsunterricht zurück. Ich will ein Bild nicht unterschlagen, was Sie zeigt. In Rumänien, in Temeswar, waren Sie mit vielen Kindern umgeben. Ja. Wann war das? Das liegt auch vielleicht 1,5 Jahr. Was haben Sie dort getan in Temeswar? Konzerte gesungen, also Benefizkonzerte, und seitdem haben wir auch sehr, sehr viele schon nachträglich gemacht. Dort ist eine Kinderklinik, der dringend unser Bedürfnis, also unser Hilfe bedarf. Ja. Und wissen Sie, auch wenn jetzt hier in Deutschland sehr viel mit Rezession gekämpft wird und so, wenn wir meinen, wir haben vieles nicht, man muss nur wirklich über diese kleine Grenze von Budapest, also von Ungarn nach Rumänien fahren, dann weiß man, wie reich gesegnet wir sind. Man geht in diesen Klinik hinein, der Geruch, das ist etwas, was sie nicht erleben können, ist, also da sind manche Bauern Felder besser gehalten, also Bauernkäfigen für Tiere besser in Schuss als dort die Kinderklinik. Der Gestank ist erbärmlich und die Bestecke zum Operieren sind rostig. Da ist auch der Harald Stamm mit gewesen. Wir haben dort die Schöpfung gemacht. Mein Mann hat dirigiert und ein sehr lieber Kollege hat auch ein Tenor mitgeholfen. Also es war wirklich... Man hat Sie einmal gefragt, wenn Sie eine Botschaft haben, was könnte das sein? So pathetisch das klingt. Sie haben gesagt, im Schluss von Messias heißt es, kommt, die ihr mühselig und beladen seid. Heute lasse ich euch lachen oder weinen, denn ich tue für euch, was in meiner Kraft steht. Ja. Sie haben gesagt, das wäre so etwas die Message, die Sie... Die ich fühle. Denn ich habe ganz stark das Gefühl, dass wenn ich nicht mehr singe, dann möchte ich doch irgendetwas für Kinder und für Menschen überhaupt tun, für Alte und für Junge. Denn es gibt so wenig Liebe auf der Welt. Und die geht sehr vielen abhanden, weil die Welt so schnell geworden ist. Und wir möchten gerne aus der Messe Astur von Franz Schubert das Gratias Agimus Tibi hören, wo Sie gesungen haben. Und das hat auch etwas damit zu tun, was wir gesagt haben. Gratias agimus tibi. Oh.
In 14 Heiligen sang die Gechinger Kantorei mit den Bamberger Symphonikern unter Helmut Rilling. Sie haben gesungen, die Julia Hammery, Adalbert Kraus, Sigmund Nimskern, Bass. Gratias agimus tibi. Ihr Leben ist noch nicht zu Ende. Es geht noch viel weiter. Sie haben viele Pläne. Wir hatten Sie hier bei Da Capo. Und ich kann nur sagen, gratias ago tibi. Oh. Dankeschön. Tausend Dank auch. Alles Liebe. Thank you.